Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, live aus Köln, für unsere EM-Spezial. Ja. Meine Damen und Herren, Dankeschön. Herzlich willkommen direkt nach dem ersten Halbfinale Portugal gegen Holland, meine Damen und Herren. Was soll ich sagen? Portugal ist im Endspiel, ja? Oder soll ich sagen, Holland ist raus? Was gefällt Ihnen besser? Ja? Portugal ist im Endspiel und der portugiesische Spieler Ronaldo, wenn Sie das gesehen haben, der das erste Tor gemacht hat, der hat sich so gefreut, hat sich sein Hemd vom Leib gerissen, ja, wusste aber nicht, dass es dafür Gelb gibt. Da hat er sich das Hemd vom Leib gerissen und für Hemd ausziehen gibt es Gelb. Das ist einfach so, ja. Wenn man sich das Hemd auszieht, gelbe Karte, ja. Deswegen wird Ronaldo auch niemals einen Hattrick machen, ja, weil nach dem zweiten Tor gelb-rot, ja. So ist das, Ronaldo. Da muss man vorher Gedanken drüber machen. Und ja, das heißt, Portugal ist weiter, Holland ist raus, meine Damen und Herren. Naja, uns Griechen kann es ja egal sein. Ja. Holland ist weg. Ja. Portugal ist im Endspiel. Ein ganzes Land im Freudentaumel, meine Damen und Herren. Deutschland. Ja. Ja, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, liebe Holländer. Ja. Wir feiern hier nicht, dass ihr ausgeschieden seid. Wir feiern hier einfach, wir sind so gut drauf, wir feiern hier einfach, dass ihr so weit gekommen seid. Ja. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Ja, und, oder? Wir sind so fair. Riesen Applaus für Holland. Toll gekämpft, die Holländer. Ja, meine Damen und Herren, so, dann werde ich mal schauen, was meine beiden Kollegen in Portugal machen. Da muss ja die Hölle los sein. Herzlich willkommen live aus Portugal, Elton und Olli, meine Damen und Herren. Ja, ja, aber auch das mal reichen. Ah, Bierdusche. So. Ja, da ist was los. Scheißegal. Ich hab auch eins. Hab ich kein Problem mit. So, perfekt. Wo seid ihr? Ja, hier war natürlich die absolute. Wir sind in der Nähe von Lissabon. Wieder mal am Strand hier in Ericeira bei einer Beachparty, wo ungefähr 4.000, 5.000 Portugiesen waren. Der Hammer. Und als hier der Abschluss, Abpfiff gewesen ist, da war hier natürlich der Hammer los. Enthusiasmus und ich dachte, Elton würde platzen. Hier die Bilder dazu. Ja. Abschluss. Ja! Ja! Unglaublich einfach. Wir haben hier, das ist Miguel übrigens. Der Veranstalter Miguel. Der ganzen Party. Und der hat gleich seine Oma mitgebracht. Hallo, tschüss. Nina, for your family. Portugal. Portugal. Ja, warum denn nicht? So, wir feiern hier noch ein bisschen und ich hoffe, ihr kommt später noch mal zurück. Erstmal tschüss nach Köln. Ja, habt ihr was getrunken? Nein! Ja, so, okay. Was? Wir schalten gleich nochmal nach Portugal. Elton und Olli, meine Damen und Herren. Da ist was los. Ja. Wir Holländer, wir machen immer Spaß. Ja. Und die Deutschen, sie machen alles kaputt. Ja. So ist das. Meine Damen und Herren, ja. Nochmal, falls Sie jetzt erst zuschauen und wissen nicht, wer im Endspiel ist, meine Damen und Herren. Ja. Portugal ist im Endspiel.
So, wir bleiben beim Thema Sport. Ich möchte Ihnen gerne was zeigen, was ich gesehen habe beim DSF, und zwar in der Sendung EM Talk. Ja? Da war der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Gerhard Mayer-Vorfelder, zu Gast. Und als man ihn im Bild sah, saß hinter ihm eine Frau. Ja? Aber es sieht nur so aus, als säß hinter ihm eine Frisur, ja? Die seine Frisur wiederum eine neue Würze verlieh. Ja? Schauen Sie sich das mal an. Er hat sicherlich aber auch gesagt, oh nee, das hat er nicht gesagt, aber es haben einige User was gesagt, natürlich zum Thema DFB und seinem Präsidenten Mayer-Vorfelder. Und es sind einige schon nicht so richtig zufrieden mit der Art, wie der Präsident seinen Job ausführt. Da heißt es einfach, die Transparenz fehlte ein bisschen, man kann das alles nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe erst gedacht, was ist das denn? Das ist so eine Mischung zwischen Günter Netzer und Thomas Gottschalk. Ja? Gerhard Mayer-Vorfelder, super. Wahrscheinlich verlässt er sich in Frisurfragen mittlerweile auch schon auf seine Frau. Ja? Die bestimmt ja auch, wer Bundestrainer wird. Oder er hat sich gedacht, wisst ihr was? Ich mache mir heute mal eine richtige Scheißfrisur, da kann ich mich selber schön saufen. Ja? Genau. Ich habe heute noch ein altes Foto von Gerhard Mayer-Vorfelder gesehen, meine Damen und Herren. Ist jetzt kein Scherz, das hier. Ja? Ist keine Montage von uns. Das ist ein Foto von Gerhard Mayer-Vorfelder 1975, kurz bevor er die Frisur an Angela Merkel verkauft hat. Ja? Tolles Bild, oder? Was ist denn das für eine Frisur? Wahnsinn. Ja. Ute Brucker porträtiert ihn. Gibt es was Neues aus Bagdad eigentlich? Aus Bagdad berichtet unser Korrespondent Jörg Abendbrust. So, ich habe was Neues von der ARD, und zwar in der Sendung Ballkontakte war der mittlerweile aus dem Amt geschiedene Sportreporter Ernst Huberti zu Gast, und er hat über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen und was die deutsche Nationalmannschaft so zum Spielen mit auf ihre Zimmer nimmt dann abends. Sehr interessant, hören Sie mal zu. Es ist ja so, ich habe heute noch gedacht, in diesem Trainingslager, was die Deutschen da gehabt haben, in diesem Superhotel an der Algarve, wenn es da mal ein paar Leute gegeben hätten, wo eine kleine Reibung stattgefunden hätte. Nichts dergleichen. Die nehmen ihr Playmobil, gehen aufs Zimmer und spielen. Auf Wiedersehen. Ja, natürlich, was er meint. Die Spieler. Ich glaube, er meint natürlich diese großen, aufblasbaren Playmobil-Figuren, meine Damen und Herren. Ja, die Spieler nehmen Playmobil mit aufs Zimmer, mit Ausnahme von Oliver Kahn, der nimmt Ninja Turtles. Ja. Und dann haben wir was Tolles gesehen, eine meiner absoluten Lieblings-Talk-Sendungen beim DSF ist mittlerweile Becker 1:1 mit dem Moderator Boris Becker. Und Sie wissen, Boris Becker moderiert diese Sendung, und wenn es dann in die Werbung geht oder wenn es zum Ende der Sendung kommt, in der Sendung ist Becker immer sehr ernst, da ist er durchaus sportjournalistisch unterwegs, ja. Aber wenn es in die Werbung geht, hat man ihm gesagt, da musst du ein freundliches Gesicht aufsetzen, und da hält er sich auch eisenhart dran. Schauen Sie hier. Vielen Dank, Matthias Thiemann, für Ihre Zeit. Und warum wir wegen einem Laptop die WM 2005 in Deutschland nicht bekommen haben, erfahren wir von Heiner Brand nach der Werbung. Ich habe noch nie ein Honigkuchenpferd gesehen, aber so müsste eins aussehen. Stell mir das vor. Ich würde den Vorspann noch machen, Becker 1:1 von den Machern von Schreck 2. Ja, sowas würde ich machen. Und dann war heute, gestern war das Olympische Feuer. Sie wissen, das Olympische Feuer ist rundherum um die Welt unterwegs. In jedem Land kommt es irgendwie an, und dann wird es dann von Prominenten durch die Gegend getragen. In Brasilien war es Pelé, ja, in Amerika auch einige Größen des Showgeschäfts. Und sehr interessant, in Deutschland durften es gestern auch einige prominente Deutsche durch die Gegend tragen. Eins kann ich Ihnen schon mal sagen, wer nicht dabei war, war diese Frau hier. Ja. Da hatte, ja, man hatte Angst, dass das Feuer ausgeht. Ja. Hat man gesagt, nee, die nehmen wir nicht.
Und in Ostdeutschland haben viele gesagt, Feuer, was ist das denn? Ja? Und wir, und es war so, dass ein 94-jähriger Opa hat auch das olympische Feuer tragen dürfen. Und zwar hat dieser 94-jährige Opa das olympische Feuer schon 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin getragen. Ja? Diesmal hat er aber aufgepasst und hat darauf geachtet, dass er nicht wieder aus Versehen den Reichstag anzündet. Ja? Und er hat, ja. Und das Feuer, ja, obwohl das Feuer in Athen wird das Feuer dringend gebraucht, an den Baustellen geht es nicht weiter, da sitzen die Mauer und sagen, hier ist die Kippe rausgegangen. Ja, ich brauche was zum Anmachen. Und in Deutschland haben es einige Prominente getragen, habe ich ja eben schon gesagt. Christian Ströbel, kennen Sie von den Grünen, ja, hat das Feuer nicht tragen dürfen, weil man Angst hatte, dass das in einem Zug wegraucht. Ja. Und dann hat es Henry Maske getragen. Henry Maske ist mit dem olympischen Feuer gelaufen, ja. Und nicht, wie wir erst dachten, Axel Schulz, ja, Sie wissen, Fackelmann, ja, hätte gut gepasst. Und Sabine Christiansen hat das Feuer auch getragen, hat noch einen kleinen Umweg gemacht und hat aus Versehen das Haus von Ola Kock am Brink angezündet, ja. Und wir haben, wir haben noch einen Läufer, der es auch nicht tragen durfte, an den erinnern Sie sich noch, das ist schon, das kennen Sie schon, das ist schon ein bisschen länger her, das kann ich Ihnen gerade mal zeigen, schauen Sie mal. Wer hier? Und dieser Läufer aus der, wo kommt er her? Dominikanische Republik, ja. Dieser Läufer ist uns wieder aufgefallen. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren etwa, ja. Und der gleiche Läufer ist wieder auf einer Leichtathletikveranstaltung aufgetaucht. Und ich hatte den Eindruck, er war in der Zwischenzeit noch mal im Kraftraum, ja. Schauen Sie sich das hier an. Auf dem dritten Platz Danny McFarlane, der zwischendurch ja auch wirklich ausgangs der letzten Kurve einen guten Eindruck macht. Die Kater, der Franzose, mit Saisonbestleistung sogar auf dem Tier. Ja. Unsere Redakteurinnen haben schon reihenweise mit ihren Freunden Schluss gemacht heute. Und die Jungs aus unserer Band haben gesagt, ach nee, komm, das geht doch nicht. Ja. Der Typ hat bei uns schon einen Spitznamen, wir nennen ihn Stefan. So. Ja, und dann, ich habe noch eine Schlagzeile für Sie, meine Damen und Herren. Nicht geschockt sein, jetzt gerade, wo der Sommer losgeht. Flipflops machen impotent, meine Damen und Herren. Ja? Aber nur, wenn man damit einem Mann frontal in die Eier tritt. Ja? Und wahrscheinlich werden Sie jetzt im Bett häufiger den Spruch hören, sag mal, Schatz, nimmst du die Pille? Nee. Gut, ich habe Flipflops an. Ja? Kein Problem. Und dann noch was Interessantes, das habe ich auch heute in der Zeitung gelesen, und zwar in Australien hat man eine neue Taktik gegen das Verbrechen entwickelt. Und zwar wollen in Australien die Verantwortlichen von der Polizei Schmusemusik spielen. Und zwar an Verbrechensschwerpunkten. Ja, wenn Sie wissen, ah, guck mal, da ist eine Ecke, da wird öfter mal einer überfallen, dann machen die einen Lautsprecher, in Adelaide ist das, in Australien machen die einen Lautsprecher an die Laterne. Ja, und da kommt dann, also steht hier in dem Bericht, Barry Manilow zum Beispiel raus. Ja. Da werden sich viele sagen, na dann lieber ausgeraubt und verprügelt in der Gosse liegen, oder? Bevor man sich Barry Manilow rein... Und im Gegenzug haben viele Dealer, da wo das Geschäft nicht mehr so gut läuft, jetzt Kassettenrekorder aufgestellt und spielen Bob Marley. Ja? Das ist der Gegenzug. Und jetzt, meine Damen und Herren, haben wir... schauen wir noch mal rüber nach Portugal? Ja, jetzt haben wir noch mal Elton und Olli in Portugal. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, ich sehe... Ja, natürlich können wir dich hören. Natürlich. Selbstverständlich. Ja, hier herrscht, Köln, immer noch, geht. Hier herrscht immer noch Ausnahmezustand. Große Stimmung, ich höre überhaupt gar nichts mehr, was du sagst, was hier die Regie sagt. Keine Ahnung. Ja. Was du sagst, habe ich eh noch nicht verstanden. Dankeschön. Ja. Aber du bist ja auch total erotisiert seit gestern, mehr oder weniger. Ja. Denn das kann daran liegen, was dann auch gestern mit Udo Lattek und dir abgegangen ist. Da lief du ja wolltest das nicht verraten. Doch, da lief noch einiges. Scheiße. Das sind Bilder, die müssen Sie sich anschauen, meine Damen und Herren. Ich will. Ja, brauchen wir es noch vertragen. Ne? Ja, trinken wir Brüderschaft? Ja. Ja. Komm. Ich bin der liebe Udo. Du noch nicht lieber... erst trinken. Okay. Und jetzt knutschen, oder? Ich bin der Elton. Ich bin der Udo. Der liebe Udo.
So. Ja. 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 Was soll man machen? Was soll? Ich verstehe kein Wort. Nach vier Wochen mit Olli nimmt man alles, was kommt. Ja, aber ist egal. Das hätte ich nie erwartet von dir. Ich geh mal hier kurz rüber. Hier haben wir nämlich zwei Frauen aus Norwegen. Why are you here? You're from Norway. Football and sun. Football and was? Sun. Sun. Yes. But you didn't see a game because Norway isn't at the championship. No, so go Portugal. Go Portugal. Natürlich. Was denn sonst? She had right, she had right. Ja, natürlich hat sie das. Right hat sie alle. So. Also herrlich auch, was an dem Strand abgeht. Hier wird einiges ja weggeknöpert, wenn ich das hier mal sagen darf. Hier wird in den Arm gelegen und noch so ein, egal. Apropos. Ja, wir haben übrigens, heute sind wir in Lissabon gewesen und wir waren in einem Bäcker und da haben wir Kekse gefunden. Also ich habe solche Kekse in Deutschland noch nie gesehen. Ich auch nicht. Einfach mal ein paar von gekauft. Hammer. Ich bin der Olli. Und ich bin der Elton. Und zusammen sind wir Deutsche. So. Und ich hätte hier... Ja. Sie. Ah, you have lustigen Keks hier. This one. Ja. Ja. Also, ja, da lacht ihr, ne? How do you spell it in Portuguese? Chocolate. Bolacha com chocolate. Bolacha. What's your chocolate? Bolacha. Bolacha chocolate. Bolacha chocolate. In German is penis. Penis. Nein? Nein? Aha. Ja, vielleicht kann sie mich ja füttern. Ne. Take. Oh! Das hat aber wehgetan, glaube ich. Ja. Ey, damit bist du jetzt auch in der Homo-Szene etabliert. Danke. Bitte. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Ja, schönes toll. Spiel. Ja, toll, ne? Dass hier alles gut. Verrückt. Hey, ja. Hallo. Ja, Stimmung Tour hier. Wir haben hier, darf ich mal haben? Please. Look, you haben, get it back. Are you sure? Yes. Of course. Wir haben hier einen Schal bye. Von der tschechischen Mannschaft, Czech Republic. Und wir haben ja auch, ich verstehe auch kein Wort, egal. Ach, ist ja egal. Wir haben im Finale. Wir haben auch ein paar Tschechen getroffen. Ja, absolut, weil morgen muss ja unbedingt eure Mannschaft weiterkommen, die Griechen. Und wir haben ein paar tschechische Fans getroffen und sie schon mal ein bisschen verunsichert mit doch ziemlich plumpen, aber auch irgendwie lustigen Wortspielen. Ja, Hammer. Ich bin der Olli. Und ich bin der Elton. Und wir sind Deutsche. Don't like Deutsch. You don't like Deutsche? Yes. Das schäche ich nicht. Go home. Oh. Naja. Schade für euch. Wir bleiben noch ein bisschen länger. Ja. Eine ganz doofe Situation ist ja auch mal... Ja, Second Team. Das kennt man ja auch aus der Tschechoslowakei, wenn mal ein Tschech platzt. Entschuldigung. Komm doch mal mit. Hat einer Lust vielleicht auf eine Partie Tschech mit mir? Ja, so wie ihr aussieht, ne? So wie, guck mal, guck dir den mal an. Der hat doch bestimmt die ganze Nacht durchgetschecht. Ich mach mich tschechisch. Ja, gut. Ja. Kein Gag zu plump. Nein. So, könnt ihr mich noch hören? So,
Ja, ein bisschen. Ja, das war sehr schön. Sag wir, was. Wir schalten morgen wieder zu euch. Ich hoffe, ihr zecht nicht zu lange durch heute Abend. Ja. Und Nein. Und dann bin ich gespannt, was ihr uns morgen vom anderen Halbfinale zu berichten habt. Ja, ja, sehr gerne, natürlich. So, können wir jetzt endlich feiern, oder was? Ja, das war's. Tschüss, Olli, tschüss, Elton. Elton, Olli, meine Damen und Herren. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Mann, der weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Europameister wird. Denn er war 1996 in der Europameistermannschaft, ist mittlerweile Trainer und wird uns sagen, wer morgen ins Halbfinale kommt. Meine Damen und Herren, begrüße Sie recht herzlich Stefan Kuntz. Ja. Wie ist nochmal der Spitzname von dem Hürdenläufer? Stefan. Ja. Gute Recherche. Sehr gut. Ich sag hier. Eier, wir brauchen Eier. Ja. So. Ja, herzlich willkommen. Du weißt ja, wie es ist, Europameister zu sein. Ja, das ist der deutschen Mannschaft ja dieses Jahr nicht gelungen. Woran hat es gelegen? Kurze Analyse. Ja, im Moment haben wir halt in allen Mannschaftsteilen ein bisschen Probleme und sind eben nicht mehr europäische Spitze. Sind es die Spieler? Ja, natürlich. Oder sind sie, ja, was kann man dagegen machen? Oh, das ist natürlich ein beides Thema. Ja. Fängt in der Jugend trainieren, an. Trainieren, trainieren. Genau, es fängt in der Jugend an, weil wir sehen, wir haben schon auch technische Defizite gegenüber den anderen Mannschaften. Ja. Dann haben wir ein paar Leistungsträger, die nicht ihre Form bekommen haben und haben natürlich auch nicht mehr so gute Spieler, wie es dann zum Beispiel 96 noch war. Das heißt, wir haben schlechtere Spieler als die Griechen? Da ist durch den Anfangserfolg in Portugal sind die auf diese berühmte Wolke gekommen und die trägt einem, so wie wir bei der WM, war es eben bei uns so. Ja? Und das kann passieren. Ja, das heißt, die Griechen sind technisch eigentlich nicht halbfinaltauglich, meinst du? Technisch ich sag, nicht unbedingt. Gewinnen morgen. Die Griechen gewinnen morgen 2-0. Ja? Gut, aber du weißt, sagen wir mal, auch Holland und Frankreich sind ja unbestritten von den Einzelspielern her besser, auch als die Griechen. So die Tschechen haben die Portugiesen geschlagen, die jetzt im Endspiel stehen. Genau. Und die werden sie im Endspiel wieder schlagen. Das werden wir sehen. Sag ich jetzt mal einfach kühn. Ja. Oh, wenn das du bist ja selber Trainer auch. Du hast Karlsruhe trainiert und den LR Aalen. Und stimmt das? Ich habe irgendwo gehört, du stehst zur Debatte als DFB-Trainer, also nicht als Trainer der A-Nationalmannschaft, sondern der U21. Habe ich irgendwo klingeln gehört? Ja, ich auch. Ja, okay. Ja, das wäre doch ein Job, oder? Das ist doch U21, das ist doch ein interessanter Job. Da hat man die jungen Spieler, kann die so ein bisschen formen und man kann auch zum Beispiel dafür sorgen, dass man zu den Olympischen Spielen kommt. Was ja mit der jetzigen U21 auch nicht gelungen ist. Nein, es ist schon ein hochinteressanter Job. Aber es geht ja darum, dass wir eben die WM 2006 auch so ausnutzen, jetzt wo Politik und Wirtschaft auch komplett mitziehen würden, dass wir vielleicht noch mehr im Jugendbereich dafür sorgen, dass eben die Spieler noch besser ausgebildet werden, beziehungsweise bessere Trainer noch an die Jugendspieler rankommen. Das ist, glaube ich, ein Manko. Ja. Ist noch so wie der Vater vom Mittelstürmer, der trainiert ja oft noch D-Jugend, E-Jugend oder C-Jugend. Ja. Und der Verein hat auch kein mehr Geld, um jemand anders zu bezahlen. Würdest du den Job annehmen? Welchen? Wenn man ihn dir anbieten würde? Ja, U21, U21-Nationaltrainer. Das ist immer so hypothetisch. Würdest du die Tagesschau moderieren, wenn man sie dir anbietet? Ja. Gut. Hat mir aber noch keiner angeboten. Siehst du, der Nachsatz, der Nachsatz ist entscheidend. Ach so. Ich habe aber noch kein Angebot, ganz so. Genau, ganz genau. Ja. Es gibt eine Szene von dir, die wahrscheinlich auch so in die Fußballbildergeschichte eingeht. Ja? Du wirst dich daran erinnern, wenn du sie siehst. Es war der beste Einwurf, den ich von dir jemals gesehen habe. Ich zeige Ihnen nochmal Stefan Kuntz. Ich weiß gar nicht, was es war, kannst du es ja selber mal erzählen. Stefan Kuntz beim Einwurf, schauen Sie mal. Was war das? Was war das für ein Spiel? Das war gegen Bochum, wenn ich es richtig weiß. Ja. Ich habe damals relativ weit einwerfen können. Ja. Und der Spieler hat sich da vorgestellt, das hat er vorher schon mal gemacht. Und ich habe den Schiedsrichter gefragt, was passiert denn, wenn ich aus Versehen den Spieler treffe? Ja. Und dann hat der Schiri gesagt, das ist ein Schuld. Ich gesagt, ach so. Okay. Ja. Und ist nichts passiert? Du hast mit Absicht aber den Ball in die Fresse geworfen, oder? Nee. Nein. Da.
Man würde heute, glaube ich, sagen, billigend in Kauf genommen. Was? Du hast es billigend in Kauf genommen, ja, dass der Spieler aber den vorher Ball beim Schiedsrichter das okay geholt. Also es ja, war alles ach so, bei dem Schiedsrichter dieses Spieles? Ja, klar. Das hat er vorher schon mal gemacht. Ach, ja. Und da fühlte ich mich gestört. Dann habe ich ihn gefragt, was ist denn, wenn ich aus Versehen beim Werfen den treffe? Und dann hat er gesagt, das ist seine Schuld. Okay. Verstehe. Ist das danach noch mal vorgekommen? Das hat sich keiner mehr dahingestellt. Das ist natürlich auch clever. Ja. Sensationell. Wie weit kannst du werfen? Hast du das mal gemessen? Ach, das ging so bis zum Elfmeterpunkt von der Außenlinie. Wie weit ist das denn? Weiß ich nicht, aber das war vor den Rückenproblemen, die man dann in dem Alter bekommt. Ja. Was machst du im Moment? Im Moment gehe ich vor allem meiner Familie auf. Ich helfe der Familie zu Hause. Ah, okay. 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 Im Trainergeschäft wird ja immer wieder ein Job frei. Das geht ja zack, zack, oder? Genau. Was jetzt wirklich gut ist, ich bin jetzt ein halbes Jahr draußen und eins muss man wirklich fairerweise mal sagen, du bekommst wieder viel mehr einen Sinn für die normalen Probleme. Wenn man so 16, 17 Jahre im Fußballprofi war, dann direkt im Trainergeschäft weitermacht, lebt man schon ein bisschen in einer Fußballwelt. Ja. Und jetzt ein bisschen wieder mehr. Das ist ja auch üblich im Trainergeschäft. Oder es ist ja nie, also es gibt wahrscheinlich keinen Trainer, der in seiner Karriere nicht mal irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr einfach mal nichts gemacht hat, weil dieses Trainerkarussell dreht sich ja ständig. Oder? Ja, deswegen ist es ja auch ganz gut, mal wieder zur Realität zu kommen, mal mit den normalen Problemen auch wieder konfrontiert, so zu Hause mal wieder zu sehen, warum ist meine Frau ab und zu mal schlecht gelaunt, wenn ich sie anrufe. Wenn jetzt zu Hause sitzt, dann weiß es, weil die Kinder eben auch ihre Sorgen haben. Ne? Ja. Und der Einzige, der sich immer freut, ist der Hund, weil dann weiß er, wenn ich zu Hause bin, im Urlaub bin, dann gehe ich immer morgens mit ihm laufen. Ah, okay, verstehe. Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, das dauert nicht lange, bis du einen neuen Trainerposten hast. So, meine Damen und Herren, das heißt, jetzt gibt es wieder den TV Total Blind Kick. TV Total Blind Kick. Und heute Abend spielen wir das Halbfinale des morgigen Tages, Griechenland gegen die Tschechei. Bitte begrüßen Sie die Teams und unseren DFB-Offiziellen Jürgen Aust. Herzlich willkommen. So, meine Damen und Herren, leicht zu erkennen, hier die Griechen, ja, unverwechselbar. Und da auf der Seite die Tschechen. Herr Aust, haben Sie eigentlich Stefan Kunz schon mal gepfiffen? Ja, wir haben also sehr viel Kontakt gehabt. War aber seinem ersten Spiel. Ach, tatsächlich? Mhm. Das ist richtig. Wahnsinn. So, das heißt, jetzt wird es wieder spannend, meine Damen und Herren. Bitte erheben Sie sich von Ihren Plätzen für die Nationalhymnen der... Hallo. Für die Nationalhymnen der... einzelnen Länder. Wir beginnen mit der Nationalhymne von Tschechien. So, das war die Nationalhymne Tschechiens, meine Damen und Herren. Und jetzt bitte die Nationalhymne Griechenlands. Ich liebe Griechenland, 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 ich liebe Griechenland. Die Nationalhymne Griechenlands, meine Damen und Herren. So, dann können wir schon mal auf unsere Plätze gehen, Stefan. Also, toll, ne? So, jetzt wird's spannend. Mal gucken. Ich meine, ich finde, die Griechen sind etwas benachteiligt heute. Also vom Schuhwerk her. Ja. Herr Aust, da gilt es für Sie, besonders genau hinzuschauen und jeden leichten Tritt zu ahnden. So, der Torhüter zieht sich noch die Handschuhe an. So, Sie wissen, die Spieler sehen nichts, meine Damen und Herren. Stefan, du musst immer sagen, welcher Spieler gemeint ist. Stürmer, rechts, links, zurück, vor und schießen. Ne? Von deiner Mannschaft auch, oder? Bitte? Nur meine Mannschaft. Nur deine Mannschaft. Es hört dich sowieso nur deine Mannschaft. Es hört dich nur deine Mannschaft, mich hören nur meine Mannschaft. Ja? So, also. Denkst du. Und auch vielleicht sagen, mit welchem Fuß sie schießen sollen. Ist manchmal nicht so einfach. Herr Aust, bitte eröffnen Sie das zweite Halbfinale. Okay.
Stimme vor. Vor. Rechts, rechts, schieß. Jawohl. Rechts, nach rechts gehen, nach rechts gehen, nach rechts gehen. Mit links schießen. Bisschen zurück. Links, Torwart, links. Gut. Links, Torwart, links, links, links. Noch weiter. Rechts. Fühlst du den Ball? Schieß nach vorne. Rechts. Nee, hinter dir. Stopp. Bleib mal da stehen. Stopp. Links. Stopp. Jetzt hast du links. Genau, schieß. Jawohl. Und jetzt rechts schießen. Vor, nach vor. Jawohl, sehr gut. Rechts, Torwart, rechts. Rechts, Torwart, weiter. Weiter rechts noch, weiter rechts noch, weiter rechts noch. Weiter rechts. Was? Falsches Zärtchen. Freistoß? Nein, natürlich, was denn sonst? Ja. Okay. Bist du Linksfuß? Gut. Links, schieß, links. Dann, nee, gehen wir nicht zur Seite, rechts. So, jetzt links. Jawohl, sehr gut. Stürmer vor, Torwart, vor, stürmer vor. Vor, links, vor. Links, bist du rechts, links, links, schießen. Schwimmer rechts. Mit links. Hinter dir, an der Hacke. Links. Vor. Vorsichtig jetzt. Jawohl. Schuss rechts. Ja, vor. Links, nee, rechts, Torwart, zurück, rechts, Stürmer vor, Schuss mit rechts. Rechts, Das Spiel war aus. Jawohl, 1 zu 0. Das Spiel war aus. Oh, weia. Ja, das Spiel war noch nicht aus, Herr Aus. Natürlich. Ich entscheide das. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. So. Ja, Glückwunsch. Ja, toll gemacht. Ja. Schön verpfiffen haben sie mich. Super gemacht. Ja. Wunderbar, die abgesprochen, hervorragend. Schiedsrichtertelefon. Was hört man da so am meisten? Ist das jetzt auch modern zu sagen, Schiedsrichter, SMS oder sowas? Och ne, an sich noch nie, aber es wäre mal was Neues. Schon mal so richtig beschimpft worden? Man hört es gar nicht. Ach so. Vielen Dank fürs Zuschauen, mal, es ist gut, danke. Tschüss.